Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Combat Rift. Und ich habe schlechte Nachrichten an euch. Mein Video geht nicht an der Stelle weiter, bei der wir beim letzten Mal aufgehört haben, sondern etwa eine Stunde später. Ich habe nämlich gerade eben schon Combat Rift aufgenommen. Und ein Windows-Update hat mal wieder meine Audio-Settings zerschossen und jetzt hatte ich keinen Ton in der Aufnahme. Also muss ich das Ganze nochmal neu aufnehmen, aber meinen Fortschritt kann ich ja nicht mehr rückgängig machen und will ich auch gar nicht rückgängig machen. Beim letzten Mal hatte ich dieses Schwert hier freigeschaltet und habe gerebirthed. Jetzt habe ich dieses Schwert noch zwei weitere Male gefunden und habe es auch noch evolved. Es macht jetzt 556 Schaden und gibt mir 55 mehr Schädel. Ich habe jetzt auch schon solche Dinger hier gefunden, die ich gerne evolven würde, aber dafür muss ich halt noch ein paar mehr finden. Und was mir auch aufgefallen ist, das Spiel ist jetzt auf Deutsch übersetzt, aber richtig schlecht. Dieses automatische von Roblox übersetzt. Hier steht jetzt Erläuterungen. Hier steht Bündel. Hier steht Artikel. Gott, das ist einfach, als hätte das ein Algorithmus übersetzt, Schädel voll. Ja, nehmen wir mal verkaufen. Als hätte das ein Algorithmus übersetzt, der dafür da ist, um Online-Shops zu übersetzen. Ich möchte übrigens an dem Event teilnehmen. Ja, ich werde auch teleportiert. Sehr gut. Und seitdem es auch auf Deutsch übersetzt ist, weiß man nicht mehr bei den Minispielen, was es für ein Minispiel ist. Start. Okay, ich nehme wohl doch nicht am Minigame teil. Naja, ich habe auf jeden Fall in der letzten Folge, die ich nicht hochladen kann, nochmal bis zum zweiten Rebirth gespielt, dass ich jetzt einfach wieder bei Level 1 anfange. Ich habe beim letzten Mal bis Level 30 gekämpft. Hab noch ein paar Eggs hier gehatcht. Jetzt habe ich drei von den Dingern, wodurch ich jetzt noch mehr zusammenkriege. Und meine Schädel sind jetzt wieder so schnell voll. Deswegen, weil ich ja gerebirthed habe. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe dorthin und kaufe mir erstmal mehr Schädelplatz. Ich habe nur noch 20.000 Geld. Verliert man auch sein ganzes Geld, wenn man rebirthed? Kann sein. Muss ja sein. Ich gehe auf Kaufen Sie alle. Jo. 14 Seelen erfolgreich gekauft. Dann gehen wir gleich zur nächsten Map rüber. Dafür schlachte ich jetzt noch ein paar von den Kobolden hier. Die one-hit ich alle. Die hier one-hit ich auch alle. Den hier vielleicht? Ja, die one-hit ich auch alle. Also mit dem Schwert one-hit ich alle aus der ersten Region. Und bewege mich dann mal rüber zu Desert. Was mir übrigens nicht gefällt, ist, dass manche Soundeffekte jetzt so laut sind. Und diese Schwertschlag-Soundeffekte, die haben die richtige Lautstärke. Aber Achievements sind so viel zu laut. Ist das neu? Ich weiß nicht, das Spiel scheint nicht geupdatet worden zu sein, weil es gibt immer noch das Juli-Event und das im Februar. Also mehr als ein halbes Jahr später. Aber naja, was will man machen? Oh, ich kann nicht mehr als Einfahrer auf einmal schlachten, okay. Da muss ich wohl noch ein bisschen aufleveln. Aber das kann ich machen. Ich schlachte einfach ein paar Goblins. Ein Goblin, zwei Goblins, drei Goblins. Vier Goblins, fünf Goblins, Schädel voll, aber das ist mir egal. Jetzt gehen wir hier zu dem Shop und holen uns dann neue Items. Gehen wir einmal hin und sagen, kaufen Sie alle, bestätigen, bam, alles freigekauft. Und wir können dann auch mal in die nächste Region gehen. Dafür muss ich mich jetzt nur mal noch mit so einem Pharao hier anlegen. Bam. Und jetzt ist auch schon das Schwertinventar voll. Und das ist auch ein Problem, diese ganzen blöden Inventare, die sind alle immer so schnell voll. Das ist richtig nervig. Ich gehe jetzt noch einmal hier nach hinten. Ich kriege jetzt ganz viele Schwerter, die mir nichts mehr bringen. Und ich muss die ganzen Schwerter mal löschen. Und man kann nicht alle auf einmal löschen. Man muss immer löschen, anklicken, löschen, anklicken. Ach Mensch. Aber da muss man durch. Wenn man der Allerbeste sein will, wie keiner vor einem war, dann ist das das, was man tun muss. Merkt euch das, Kinder. Ich könnte mal diesen sandsharpen Slasher hier evolven. Ah, dann sind die Base-Stats zweimal so gut. Also ist das dann da auf jeden Fall besser. Gut. Jetzt haben wir diesen Slasher hier und der ist noch stärker. Den rüste ich dann mal aus. Nice. Dann kann ich alle anderen Schwerter hier. Desert Short Sword kann ich löschen. Frost Slasher kann weg. Sand Sharpen Slasher kann jetzt auch weg. Brauche ich nicht mehr, weil die sind ja alle max evolved. Man kann die ja alle nur einmal evolven. Vielleicht kann man die später noch ein paar Mal mehr evolven. Das kann sein, wenn man weiterkommt. Aber jetzt kann auf jeden Fall das Schwert, das ich mir hart erarbeitet habe in der letzten Folge, gelöscht werden. Und das hier kann auch gelöscht werden. Weil ich habe ja jetzt das Schwert hier. Ich habe übrigens in der letzten Folge auch ein paar Quests noch abgeschlossen aus diesem July-Event. Aber die nächste Quest ist, dass ich diesen komischen Captain America da dreimal töten muss. Und Leute, das mache ich nicht. Ich habe die letzte Aufnahme, habe ich eine Stunde lang einfach die ganze Zeit gefarmt, Pharaonen geklatscht, habe den Captain America-Typen dort geklatscht. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen hochleveln, damit mich die Pharaonen alle nicht mehr one-hitten, also nicht mehr two-hitten. Oder vorhitten. Ihr wisst es, dass mir die Pharaonen nicht mehr so eine Gefahr sind. Dafür kriege ich jetzt ganz viele Schwerter, die ich alle nicht haben will. Aber ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich diese schlechten Schwerter hier bekomme. Es geht einfach nicht. Man muss dann wieder in Artikel gehen und dann wieder diese Schwerter auswählen und alle löschen. Löschen, 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 löschen. So, jetzt kann ich mich wieder mit dem Pharao anlegen. Und ich one-hitte die Pharaonen mit dem Schwert jetzt. Oh mein Gott. Endlich habe ich ein Schwert, das von Haus aus die Pharaonen one-hittet. Das ist nice. Oh yeah. Guckt euch das an. Bam, ich schlachte einfach durch sie durch.
und Schilde sind voll. Dann gehen wir auf Verkaufen und haben immer noch nicht genug für die nächste Region. Uiuiui. Dann muss ich da wohl noch einmal hier kurz meine Schilde voll farmen. Klatsch, klatsch. Hallo, klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Und ich lege mich jetzt einmal mit diesen Leuten hier an. Mit den Void-Touched Pharaoas. Übrigens, da steht nicht Pharao, sondern Pharaoa überall. Oh Gott, der hätte mich fast getötet. Ich habe nur noch 48 Leben. Aber ich kann jetzt wieder verkaufen. Schilde sind voll. So, gehe dann mal auf Artikel und wieder hier alles löschen. Brauche ich nämlich wieder alles nicht. So viel Müll, den will ich nicht. Aber ich habe schon zwei Sun-Touch-Slasher, das ist gut. Wenn ich hiervon noch einen dritten bekomme, dann ist das auf jeden Fall wieder stärker als mein Sand-Sharpen-Slasher, den ich hier habe. Dann gehen wir mal hier hin und unlocken die nächste Region, in der ich sowieso niemanden töten kann, weil die alle stärker sind. Aber jetzt kann ich endlich mal sehen, was es in der Region gibt. Das habe ich mir nämlich gar nicht angeguckt. Und hier gibt es einen Shop, einen weiteren Shop und eine Chest. Dann gucke ich mir mal die Chest an. Ach, das ist Earn to Collect. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich was bekommen habe. Aber okay, ich habe auch diese Bildschirmeffekte aus, weil die einfach irgendwann zu viel waren. So, im Shop kann ich mir jetzt eigentlich kaufen, sie alle holen. Jo. Ah, alles habe ich mir nicht ganz gekauft, aber ein paar. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder einige Schädel tragen. Für den nächsten Rang. Was kostet mich denn der nächste Rang? Ach, den nächsten Rang kann ich mir sowieso erst dort kaufen. Dann ist diese Region noch gar nicht zu mich. Wird der Typ mich töten? Oh Gott, der wird mich sowas von töten. Lass mich in Ruhe. Nein! Bitte. Ich hab dir nichts getan. Ich bin tot. Okay, weiter geht's. Ich habe mich natürlich mit Absicht töten lassen, damit ich wieder zurück zum Spawn komme. Ich brauche auf jeden Fall stärkere Schwerter. So viel stärkere Schwerter. Aber zum Glück habe ich schon so starke Pets. Durch die farme ich eigentlich viel schneller, als ich farmen sollte an der Stelle, wo ich jetzt bin. Und es macht schon Spaß, durch Pharaonen durchzuklatschen, die früher solche Gefahren für mich waren. Minispiel, Axtash. Oh, jetzt steht da wieder Axtash. Dann lag es einfach nur daran, dass ich in der letzten Aufnahme, ich habe eine Stunde lang aufgenommen und es gab nie Axtash. Es gab immer nur diese Arena-Kämpfe. Aha, aha, aha. Ja, ja, aha. Oh Gott. Wenn ich das nicht geschafft hätte, wäre das so peinlich. Aber ich habe es geschafft. Erster und einziger. Ich weiß gar nicht, was ich für die Minigames bekomme, weil ich diese ganzen Belohnungen aus habe. Naja. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt noch mal ein paar Pharaonen klatschen. Und dann, glaube ich, hole ich mir einfach mal den nächsten Rebirth. Damit einfach alles für mich ein bisschen schneller geht dann. Hier erstmal alle klatschen. So klatsch, 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 klatsch. Es macht Spaß, diese Pharaonen wegzuklatschen. So, ich bin fast tot. Und es ist Tag geworden. Ich dachte, das ist der Himmel, der mich zu sich ruft. Okay, Brute kostet mich 4,5 Millionen. Das ist ja nichts. Die hätte ich easy zusammen gehabt. Hätte ich mir nicht die nächste Region gekauft. Dann mache ich einfach mal kurz meine Dinger voll. Wobei, es bringt mir gar nicht, die Dinger voll zu machen, weil ich glaube, ich starte sowieso wieder mit 0 Coins. Ich klatsche jetzt einfach nur noch ein paar Pharaonen. Ich weiß nicht, wie viele Schädel ich jetzt verkaufen muss, damit ich diese 4,6 Millionen kriege. Ach, ich klatsche einfach, bis mein Schwertinventar voll ist oder bis ich einfach keine Lust mehr habe. Das sehen wir ja dann. Aber ich finde es schon schade, dass die Aufnahme weg ist. Aber Leute, es ist nicht meine Schuld, dass die Aufnahme weg ist. Windows ist schuld. Windows macht einfach Windows-Updates, aber nachdem man so ein Windows-Update gemacht hat, was man ja den ganzen Tag verschiebt, Windows nervt einen den ganzen Tag, du musst ein Windows-Update machen, du musst ein Windows-Update machen. Und ich denke mir so, ja, okay, ich mache das Update heute Abend, wenn ich schlafen gehe. Und drück auf Herunterladen und Neustarten. Lass das Update durchlaufen, dann fahre ich meinen PC runter und gehe schlafen. Und am nächsten Tag sagt mir Windows nicht mehr, dass wir neulich ein Windows-Update installiert haben und dadurch jetzt wieder alle Audio-Settings weg sind. Dann habe ich halt eine ganze Stunde lang aufgenommen und gedacht, alles läuft wunderbar. Aber ich habe nur das Bild gecheckt und nicht die Audio. Naja, ich kämpfe mich mal zurück zum Verkaufen. Ich kann einfach auf Verkaufen drücken, ne? Ja, ich kann einfach auf Verkaufen drücken. Dann bin ich hier und habe 17,3 Millionen. Okay, ich habe ein bisschen zu lange gefarmt. Naja, gehen wir einfach mal hier hin und verkaufen wieder ein bisschen was, weil guckt euch das an. Ich habe wieder so viele wertlose Schwerter. Kann man irgendwie ausschalten, dass man schwache Schwerter bekommt? Wahrscheinlich nicht. Komm, Desert Short Swords, weg damit. Sand Sharpen Short Swords, weg damit. Slasher, weg damit. Brauche ich alles nicht. Frost Slasher, so ein Müll. Hiervon hätte ich gerne noch einen weiteren. Komm, ich kann ja einmal den bisschen aufs Maul drücken. Desert Slasher ist nicht ganz das, was ich möchte. Und jetzt, von denen habe ich nichts bekommen. Na gut, dann gehen wir einfach hier rein, holen uns dann Brute. Es kostet mich 4,5 Millionen, ich habe 17,3 Millionen, also muss ich über 10 Millionen behalten. Aber nein, ich falle wieder auf 0 zurück bei einem Rebirth. Das muss ich mir halt merken für die nächsten Male. Aber ich bin jetzt endlich Brute, das heißt, ich kann hier jetzt wieder durchslashen. Bam, Schädel voll, verkaufen. Und jetzt habe ich 10.000, ich gehe also zum Shop. Hol mir dann beim Shop wieder ein bisschen was dazu. Also hier rauf.
Dann auf Souls. Kaufen sie alle. Jo, ich kaufe mir alle. Jetzt kann ich 213 haben, was auch nicht viel ist. Also gehe ich hier einmal durch die ganzen Viecher hier durch. Krieg jetzt diese ganzen Schwerter wieder, die ich gar nicht haben will. Aber was tut man nicht alles? Und gehe wieder auf Verkaufen. So, jetzt habe ich 221.000. Kann dann wieder auf Artikel gehen. Die Schwerter, die ich eben bekommen habe, hier löschen. Damit die mich nicht weiter belästigen. So. Bin schon Level 4 und mit Level 4 kann man ja schon in die zweite Region gehen. Oh Gott, werden mich die Pharaonen jetzt one... Nee, ich one-hitte die ja, stimmt. Ganz vergessen, ich one-hitte die Dinger ja. Brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Es ist auch ziemlich wichtig, dass man die one-hitten kann. Wenn man die nicht one-hitten könnte, dann hätte man ein ziemliches Problem. Minispiel, Axe-Dash, schon wieder, yay! Axe-Dash mag ich. In der letzten Aufnahme haben wir immer dieses andere Minigame gespielt, bei dem man... Hallo, ich konnte jetzt schon durchlaufen. Und es sind wieder keine Äxte da. Wie genial ist das denn? Naja, egal. Haben wir mal das andere Minispiel gespielt, wo man gegeneinander kämpfen muss in der Arena. Und das war unangenehm, weil die Leute hatten bessere Schwerter als ich und konnten mich einfach wegmetzeln. Aber ich bin Erster. Perfekt. Es ist schön, wenn bei Axe Dash keine Äxte da sind. So. Ein Pharao klatschen, Schädel voll, ist mir egal. Weil wir kaufen uns mehr Schädel-Space. Bam, voll gekauft und können jetzt hier weiter klatschen. So, wie viel kostet eigentlich der nächste Rebirth? Das gucke ich mir gleich an, sobald ich wieder runter bin. Weil ich bin gerade Level 12. Und jetzt, nee, ich bin jetzt Level 13 schon. Wenn ich den mache, oh Gott, der two-hittet mich. Oh Gott, oh, war das knapp. Ah, oh, das war echt knapp. Ich würde mich freuen, wenn man für ein Level-Up auch wieder Full HP kriegen würde. Okay, der nächste Rang, Swordsman, kostet mich 13,5 Millionen. Die kriege ich ja easy zusammen. Einfach ein paar Mal hier Leute klatschen und dann haben wir's. Aber von den Pharaonen kriege ich halt auch Schwerter, die ich nicht will. Ich kriege erst von denen wieder Schwerter, die ich haben möchte. Also muss ich eigentlich die klatschen. Aber um die klatschen zu können, brauche ich halt auch stärkere Schwerter, weil sonst klatschen die mich. Was ist eigentlich, das will ich auch mal nachgucken, wenn ich jetzt zu dem July-Event wieder gehe und da wieder Captain America angreife. Wie viel kriege ich eigentlich bei dem? Ich meine, hier kriege ich ja easy ein paar Millionen zusammen, indem ich einmal Schädel voll sammle. Jetzt gehen wir mal zu Captain America und ich guck mal, wie schnell ich bei denen farmen kann. Weil eine Sache kann ich bei dem auf jeden Fall farmen, und zwar diese Feuerwerke hier, für die ich mir dann geile Pets von ihm holen kann. Aber ich habe schon 3 Pets und 3 ist das Maximum. 4000, 6000. Okay, ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, an dem es sich gar nicht mehr wirklich lohnt, den Typen hier anzugreifen. Weil ich kriege eigentlich pro Hit viel mehr, wenn ich einfach ganz normal die anderen Dinger farme. Dann lasse ich sein. Dann will ich auch gar nicht gegen Captain America hier kämpfen. Der hat sowieso noch viel zu viel Leben. An diesem Spinning Wheel darf ich sowieso nicht spinnen. Dann gibt es hier die Quest und diese Quest werde ich niemals abschließen. Hier, 3 Patriot Commander, unmöglich. Das dauert viel zu lange. Und ja, hierfür müsste ich auch farmen. Also gehe ich einfach wieder zurück in die normale Welt und werde normal weiter farmen. Weil ich bin an einem Punkt angekommen, an dem mich das Event nicht weiterbringt. Hallo, Pharoas. Ich klatsche euch fertig. Bam, bam, bam. Ich hab's ja auch bald, ne? Ja. Jetzt bin ich Level 18, das heißt, ich kann mich schon mit mehr als einen anlegen. Und Schädel voll. Also gehen wir auf Verkaufen. Und auf den Rückweg von Verkaufen kann ich durch den Heilbrunnen durchsteppen, dass ich gleich wieder von den Typen Leute angreifen kann. Weil ich will unbedingt dieses eine Schwert haben. Aha, da ist gerade jemand gestorben. Peinlich. Also ich one-hitte die Pharaonen. Und ich two-hitte diese Typen hier. Yeah. Oh Gott. Okay, noch einen kann ich nicht angreifen. Aber wir gucken jetzt mal in mein Inventar. Und ich habe 3 Suntouched Slasher. Also gehe ich jetzt auf Ausrüsten. Nicht auf Ausrüsten, sondern auf Evolve. Und habe jetzt den hier mit 880 Schaden und 88 mehr Schädeln pro Hit. Nice. Das heißt, ich kann jetzt die hier wieder löschen. Und ich kann auch den hier jetzt löschen. Weil wer braucht sowas schon? Pff. Das nächste Goal wäre, von dieser Desert Great Blade 3 zu bekommen. Aber das kriege ich wohl nicht hin. Aber dann hätte ich am Ende auch wieder 100 Schaden mehr. Also sogar mehr als 100 Schaden mehr. Aber schade, auch wenn ich jetzt so ein cooles Schwert habe, aus dem so Feuer rauskommt, bin ich immer noch nicht so viel stärker gegen diese Pharoas. Schade. So, aber wieder voll geheilt. Ach stimmt, ich kriege jetzt sogar mehr Schädel pro Hit. Ich glaube, ich muss jetzt für die nächsten Rebirths auch in die Frozen-Region reingehen. Minispielalarm. Axe-Dash. Ja, Mann. Ich glaube, irgendwie sind die Minispiele hier ziemlich rigged. Weil auf dem letzten Server, auf dem ich war, gab es nur diesen Arena-Kampf. Und jetzt gibt es irgendwie nur Axe-Dash. Aber immerhin ist Axe-Dash abwechslungsreich. Ab und zu sind keine Äxte da. Und Axe-Dash hat bei mir... Hallo? Ja, gut. Ich durfte mal wieder nicht teil... Und ich wurde ge-one-hitted von dem, weil ich im Axe-Dash-Modus drin war. Gemein. Unhöflich. Du willst mit mir kämpfen? Okay, wenn du mit mir kämpfen willst, gehe ich auf Einstellungen. Dann gehe ich auf PvP aktivieren an. So, und jetzt kannst du gegen mich kämpfen, Bro. Geh selbst auf PvP an, wenn du willst. Dann klatsche ich dich weg. Hast keine Chance. Mach mal PvP an und ich mach dich weg. Pfah.
Level 22. Yo, easy. Einfach Leute klatschen. So, und dann muss ich wieder verkaufen. Und dann kann ich mir auch den nächsten Rebirth leisten, wie der einfach umgefallen ist. Okay, nächsten Rebirth leisten. Ich habe PvP an. Ich freue mich schon darauf, wenn irgendwann jemand auf mich zukommt, der auch PvP anhat. Ich das nicht checke und er mich einfach tötet. Aber ich lasse PvP jetzt an. Ich meine, die meisten Leute wissen wahrscheinlich nicht, dass man hier auf die Einstellung gehen kann, PvP aktivieren kann und dann können Spieler gegeneinander kämpfen. Aber so ist es nun mal. So, Swordsman kaufe ich mir. Rebirth. Und jetzt sollte ich PvP eigentlich nicht anmachen, weil ich bin wieder Level 1. Ich mache zwar jetzt relativ viel Schaden, aber ich halte nichts aus. Ich habe 50 HP. Aber einfach mal hier. Ah, ich muss erstmal verkaufen. Und dann kann ich mehr kaufen. Okay. Oh, ich habe keine Lust auf diese ganzen Wege. Ich will schneller laufen. Please, lass mich schneller laufen. Kaufen Sie alle. 14 Seelen erfolgreich gekauft. Yeah. Dann gehe ich wieder auf Verkaufen. Habe jetzt wieder 200.000. Ich versuche jetzt einfach mal in die nächste Region vorzupreschen. Einfach nur, um mir aus der nächsten Region dann auch die nächsten Seelen holen zu können. Also dann mal los. Bap. Schädel voll. Ja, ja, kein Problem. Ich gehe kurz hier hin. Dann kaufen sie alle. Akzeptieren. Alle gekauft. Und dann muss ich 5 Millionen zusammenfahren. Das ist kein Problem für mich. Oh, Mist, der one-hittet mich ja noch. Ich bin ja noch Level 4. Ah, das vergesse ich immer. Ich kann halt nur die Leute angreifen, die ich auch one-hitten kann. Ah, nervig. Naja, dann level ich halt ein bisschen auf. Guck mal, hier steht jemand. Hopp, 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 Schädel voll. Oh. Warum sind die Schädel so schnell voll? Ich will nicht, dass die Schädel so schnell voll sind. One-hittet er mich jetzt nicht mehr, please? Oh, er two-hittet mich, aber das reicht. Das reicht mir. Okay, kann ich mir hier mehr Schädel kaufen? Kann ich nicht? Okay, wie viel kostet mich der nächste Rang? Kann ich in der nächsten Region dann sehen? Na gut, dann muss ich mir wohl auch die Schädel für die nächste Region erstmal zusammenfarmen. Bam. Bam. Jetzt kann ich mir die nächste Region leisten. Ist halt alles schon ziemlich krass. Ich kann mir halt die nächste Region leisten, aber ich kann mir nicht leisten, in der nächsten Region zu kämpfen, weil ich einfach zu wack dafür bin. Aber ich habe ein paar Erläuterungen, wie es auf Deutsch übersetzt hier steht. Kill 50 Mods completed. Jetzt habe ich, was auch immer das ist. Dann noch Win 5 Minigames. Dafür habe ich jetzt einen 3 Minuten... 3-mal Schadenboost. Oh yeah. Jetzt kann ich den Typ mir klatschen. Tja, 3-mal Schadenboost, Leute. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Jetzt kann ich euch auch one-hitten. Bam. Schädel voll. Das Einzige, was mich nervt, sind diese Wegezeiten. Ich will nicht immer nach da hinten rennen. Gibt es einen Teleporter irgendwie? Kann man sich irgendwie teleportieren? Gratis alle für alle. Ach so, ein neues Gratis für alle Minispiel. Ah, das ist schlecht übersetztes Free for All. Oh Gott. Gut zu wissen. Tigran hat gewonnen, weil er der Einzige war, der teilgenommen hat. Ah, ich hätte gegen ihn kämpfen können. Aber ich bin jetzt auf einer Mission. Und zwar, ich muss mir hier mehr Schädelkapazitäten kaufen. Also gehe ich hier hin. Duelist ist der nächste Rang. Okay, ich klicke hier auf Kaufen Sie alle. Kann mir ungefähr die Hälfte kaufen. Duelist kostet mich 40 Millionen. Die kriege ich auch easy zusammen, glaube ich, oder? Und mit dreifach Schaden... Na, schaffe ich das, please? Ah, wir haben uns gegenseitig getötet. Aber es hat funktioniert. Das reicht mir. Wir töten uns gegenseitig. Naja, mit dreifach Schaden macht das Leben auf jeden Fall Spaß. Nur das Laufen nicht. Ich will nicht mehr laufen. Wenn man läuft, muss man immer so lange warten. Okay, jetzt kann ich aber die Typen hier alle one-hitten. Und das ist... sehr toll. Bap, bap. Und wenn ich sie one-hitte, dann level ich auch sehr schnell, weil die Typen leveln mich sehr gut. Ich muss ungefähr 2 von denen töten für ein Level up. Okay, ich muss 3 von denen töten für ein Level up. Aber ihr seht, Level up, Level up. Und... oh, kein Level up. Jetzt aber Level up. Und beim nächsten gibt es wieder fast ein Level up. Warte. Und jetzt gibt es wieder ein Level up. Bam. Und ist Level 22. Und sobald ich die Schädel dann voll habe, dann gehe ich einfach mal in die nächste Region. Weil spätestens dann muss ich mich ja wohl mal mit den Leuten aus der nächsten Region anlegen können, oder? Gehen wir mal kurz auf meine Artikel. Sun Slasher. Aber von dieser Desert Greatblade habe ich immer noch keine neuen gefunden. Echt schade. Und es ist Nacht geworden. Hey, verkaufen wir mal weiter. Ich habe gerade Schaden bekommen, weil ich hier stand. Ich verkaufe gerade Schwerter, Leute. Haut nicht mal nicht. So, oh, ich glaube, jetzt kann ich mich nicht mit dem Typen da hinten anlegen. Ich muss wahrscheinlich doch noch ein paar von den Pharaoen, Pharaoas. Ich sag immer Pharaoa, weil es da steht. Von den Pharaonen hier töten. Ich habe auch dasselbe Schwert wie die, ne? Ich habe nicht dasselbe Schwert wie die. Aber ich glaube, das hier ist dasselbe Schwert. Ich rüste das mal aus. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Und mit denen one-hitte ich die auch nicht mehr, weil das ist ja auch nicht... das ist ja auch nicht evolved. Also schlachte ich hier noch ein paar von denen... und ich glaube, wenn ich die geschlachtet habe, kann ich mir auch schon wieder den nächsten Rebirth leisten. Ah, es geht ewig weiter.
Von Rebirth zu Rebirth, der ewige Grind. Aber alles nur, um am Ende ein besseres Schwert bekommen zu können. Ich verkaufe und ich kann mir den Rebirth leisten. Easy. Das Einzige, was ich machen muss, ist jetzt bis nach da ganz hinten laufen. Und währenddessen wieder meine übrigen Schwerter löschen. Vielleicht das gleiche wie die? Na, auch nicht das gleiche wie die. Ah, da ist jemand an ihm gestorben. Ich kann ihn one-hitten, bam. Und dich kann ich zwar nicht one-hitten, aber two-hitten. Ah, das war knapp. Ich hab's geschafft. Bei der Chest steht nichts drüber, also kann ich auch wieder... Ah, ne, 5 Stunden. Okay. Dann nicht. Dann eben nicht. Dann gehe ich jetzt wieder zum Shop. Kauf mir jetzt Duelist. Bam. Und meine erste Amtshandlung als Duelist ist es, einen Goblin zu schlachten. Ha, schon ist er tot. Der Anfang nervt mich. Ich muss immer wieder diese ganzen Wege zurücklegen. Ich habe keinen Bock immer zu laufen. Da kann es doch Schnellreise geben. Naja, ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall die Seelen und würde sagen, oh, das reicht erstmal mit diesem Video, weil wir sehen jetzt immer wieder das Gleiche. Ich muss noch eine Weile weiterfarmen, bis ich bessere Schwerter habe. Aber bis dahin würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ich dieses Spiel hier mehr spielen soll oder doch andere Spiele. Ich gehe auch einmal kurz in das Free-for-All-Minigame. Oder ich bin mal wieder nicht reingekommen. Schade. Doch, ich bin drin. Okay, dann haben wir das doch drin. Das kommt noch rein. Also meine Strategie ist, dass ich verstecke mich erstmal und gucke, wer alles dabei ist. Da hinten kämpft... Oh, da kämpfen echt eine Menge Leute. Oh, oh. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Haha. Aber warum sind die immer so schnell? Ah, wenn du springst, spring ich auch. Ich schneide dir den Weg ab. Komm schon, warum treffe ich den nicht? Please, lass mich ihn treffen. Ich bin direkt hinter ihm. Ich treffe ihn nicht. Doch jetzt, ein Hit. Wow. Okay, den schlachte ich. Den schlachte ich mir. Den schlachte ich. Das wird mein erster Kill. Das wird mein erster Kill in Fortnite. Nee, ich habe in der letzten Aufnahme schon mal einen Kill hier geschafft. Aber auch nur einen Kill. Ich habe es nie geschafft, hier zu gewinnen. Es war auch so ein abgestaubter Kill wie der hier. Guck mal, ich laufe jetzt ein bisschen weiter links, weil er sowieso irgendwann nach links muss. Oder er muss sich... Wie konnte ich ihn nicht treffen? Ich weiß es nicht, wie es sein kann, dass ich ihn nicht treffe. Oder muss ich direkt auf ihn raufklicken dafür? Ich treffe ihn gar nicht und er kann sich so vollrecken in der Zeit. Er kann sich einfach vollrecken. Ich treffe ihn nicht. Was ist das? Ist das, weil ich im PvP-Modus bin? Ich mache keinen Schaden. Entweder ich mache keinen Schaden oder ich treffe nicht. Komm, ich will jetzt bitte. Ja, okay, ihn treffe ich. Ihn treffe ich. Und ihn kann ich töten. Wo ist er? Oh, er ist da hinten. Sie laufen immer weg. Das ist auch blöd an diesem Spielmodus. Die Leute laufen weg und dann ist es vorbei und dann hat keiner gewonnen. Jetzt habe ich einen Kill gemacht und bin selbst fast tot. Weil um den Kill zu machen, muss ich mich natürlich vor die Klinge werfen. Aber komm, ich werfe mich auch vor seine Klinge. Ist mir doch egal. Bam. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf. Am Ende kommt wieder raus, keiner hat gewonnen. Und warum hat keiner gewonnen? Weil alle immer weglaufen. Also dieses Minigame, das macht keinen Sinn. Aber jetzt habt ihr es auch einmal gesehen. Das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.